So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Brave Frontier. Yeah, Energie noch nicht ganz aufgeladen, macht aber nichts. Arena-Kämpfe könnte ich zwar machen, aber habe ich gerade keinen Bock zu, muss ich sagen. Das ist schon wieder, vielleicht können wir es dann später nochmal machen. Aber gerade möchte ich ein bisschen Action, und zwar in Palmina. Da sind wir ja gerade bei dem dritten Level, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Genau, Schloss Avenia. Beim zweiten und dritten Level. Drittes, glaube ich. Oh, ich bin so gut. Königliche Fee. Man kann die Geschichte von Schloss Avenia in all seiner Eleganz fühlen. Nachdem der einzige Lord starb, wohnt nun eine neue königliche Familie. 12 an die 10 Kämpfe, das wird wieder arschschwierig, glaube ich. Bis dahin ist es recht einfach. Ich brauche Feuereinheiten. Oh, hier der. Das ist eine geile. Level 5 Meist. Alter, der hat einen fetten Angriff. Weiß nicht, soll ich den mal mitnehmen? Das ist halt kein AOE, ne? Das ist halt das Doofe. Aber ich glaube, ich nehme den Meister-Loran. Ist ganz nice, glaube ich. Nehmen wir mal mit. Ich hatte ja schon ewig keinen Loran mehr dabei. Der versteckt sich ja immer von mir. Ne, ich will ihn einfach nicht dabei haben, weiß nicht. Bosskiller sind zwar ganz nice, aber ich habe halt dieses AOE lieber. Sondern wenn man, ich glaube, das ist sowieso aufgefüllt schon, nicht wahr? Ne, doch nicht. Eine Heilung hat man ausgegeben gehabt. Ja, wir sind kurz vor Level 71. Ich denke mal, wir können noch ein paar... Vielleicht kriegen wir das sogar heute vielleicht hin. Schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns kurz zu dem Bossgegner wieder. Ach, verdammt, er hat gar keine Freundesfähigkeit, dann will ich den natürlich nicht haben. Dann nehmen wir René mit. Nehmen wir ihn mit. Oder sie? Nehmen wir René mit. Kikuri. Gut, dann sehen wir uns jetzt aber kurz von dem Bossgegner wieder. Und ja, wir sehen uns in wenigen Sekunden wieder. Bis gleich. So, beim Bossgegner angekommen. Ja, minimal so ein bisschen Gegenwind bekommen. Ansonsten... Recht einfach eigentlich. So, gegen wir spielen wir Titanias und gegen eine Königskaleore. Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ich denke mal, die werden durchaus, die Titanias zumindest, denke ich mal schon, dass sie weg sein werden, oder? 4 Brave Bears von zweimal starke Gott-Kuris. Lass uns mal ganz kurz überraschen. Okay, zumindest ist die schon mal paralysiert. Ey, sind ja alle noch nicht tot. Was ist falsch mit denen? Ich denke, ich werde die erstmal töten müssen. Habe ich jetzt angegriffen oder habe ich mich verteidigt? Ich glaube, ich habe mich verteidigt. Ich glaube, sie hat angegriffen, wa? Sollte sie zwar nicht, aber sieht bisher noch gut aus. Ja, Königs Karl Leor kann ein bisschen angreifen, aber... Sonderlich viel ist das auch nicht. Piu, 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 piu. Dann werden wir Rickle noch raufhauen lassen. So, nächste Titania ist weg, dann die nächste dann auf jeden Fall in der nächsten Runde. Millionenstoß. Ach, sehr süß. Aua. Macht doch ein bisschen Schaden. Minimal Schaden macht die dann doch. So, da kann man mit Grußbote Reese schon mal Königs... Klinge Leo angreifen, heißt es, glaube ich, nochmal den Millionenstoß. Ja, ist kein Thema. So stark ist der Angriff nicht. Glücklicherweise. Ja, sie wird hoffentlich jetzt paralysiert gleich. Und sie hat irgendwas gegen meine Grußbotteries. Sie sollte auf jeden Fall bald mal upgraden. Aua, es ist laut. Kein Ding, meine Clarus heilt. Alles kein Problem. Ja, fast alle wieder Full Life. Sieht wirklich gut aus. Sollte kein Problem sein, halt wieder nur ein bisschen Zeitaufwand. Ja, die lebt auf jeden Fall Clarus. Kann eine Weile dauern. Gern könnt ihr ein minimales bisschen vorspulen. Au, okay, meine Reese ist, glaube ich, tot, wa? Na, noch nicht ganz. Hört sich das Kacke an. Ja, könnte durchaus noch 2 Runden dauern. Kommt doch mal, ob wir jetzt einen Brave Burst kriegen. Ein Schadens-Brave Burst, bitte. Ne, dann brauchen wir 2 Runden. Ah, die macht schon echt krassen Schaden, muss ich sagen. Die ist nicht übel.
Ja, trotzdem, keiner hat sie getötet. Kein Ding. Weg ist sie, die Pixie Königin, was Königs, ach, ist mir egal. Irgendwas mit Leora. Königskobold oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Wir haben es geschafft. Yay! So, wieder ordentlich Items dazu, ordentlich, ja, Einheiten. Und wir können weitermachen, wenn... Okay, wir sind nicht geblockt worden durch zu viele Items im Inventar oder so. Weltenbaum und der Ritter. Unter der verbliebenen legendären Epen gibt es die Geschichte eines Jungen, der den Weltenbaum rettet. Könnte es das sein, was sich gerade gezeigt hat? Nein, Koffer mal nicht. Scheiß Weltenbaum, ich hasse ihn. Da haben wir jetzt mal ein Dings, ein Feuereinheit. Godwin haben wir auch noch. Oder wir haben Köchin Lancia da unten, das wäre eine Heilerin. Die bringt uns aber, glaube ich, nicht so viel. Er heilt ein bisschen und stärkt Angriff, aber das ist auch nicht so toll. Ich würde sagen, wir nehmen den hier unten mit, aber das ist nicht unser Freund. Schade. Dann müssen wir, glaube ich, den David mitnehmen. Ja, für Level 48 hat er auf jeden Fall sehr, sehr gute Sets, muss ich sagen. Ist schon ganz nice. Nehmen wir ihn mit. Boosten oder ja, stocken ganz kurz unsere Tränke auf. Ja, 4 Tränke ausgeben. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder kurz zu dem Boss-Gegner. Schauen wir mal, wer hier sein wird. Der Weltenbaum. Der ist ja ätzend. Und bis gleich. So, Leute, da geht's weiter. Wir sind beim Boss angekommen. Ja, wie gedacht, einmal dieser hässliche Weltenbaum, Gottesbaum Eltri und Erzspieß Lenz. Beide sehr ätzend. Ich würde sagen, wir werden zuerst mal den Heiler töten. Weil ich weiß, dass er mir auf den Sack gehen wird. Und zwar dermaßen auf den Sack gehen. Puh, okay. Und ich glaube, das denke ich mal, kann auch angreifen. Sollte jetzt kein allzu großes Problem mehr. Er hat nicht mal die Hälfte des Lebens verloren. Er ist so fucking tanky. Das ist echt heftig. Ja, da fängt er mich an zu heilen. Shit, shit, shit. Hat er mehr Schaden gekriegt? Ne, hat er auch nicht mehr Schaden. Ne, nehmen wir ihn. Versuchen wir mal, ihn umzunieten. Ja, er kriegt schon mehr Schaden, aber er heilt sich halt auch jede Runde. Oder? Heilt er sich nicht normalerweise jede Runde? Okay. Ja, und was haben die immer im Gruß von Reese? Ich weiß nicht, was da falsch ist. Aber irgendwie können die anscheinend nicht leiden. Naja, so in ein paar Runden haben wir ihn auch down in L-Tree. Und Mistral. Oh Gott, okay. Gott sei Dank, wieder Heilung. 7800. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Die 7844. Und das wäre geil, wenn du Rickle nicht töten würdest. Dankeschön. Ja. Rapers wäre natürlich auch ganz nice, aber. Wenn er nicht kommt, dann kommt er. Obwohl Drachenkönigin Aisha jetzt die Runde. Und Grußbote Reese. Wenn sie jetzt nicht verflucht werden sollten, wenn sie das überhaupt können. Naja, ich weiß schon, dass ihr meine Reese liebt. Sie hat dich auch ganz doll lieb. Das kann sogar meine Clarice mit angreifen. Er macht ziemlich gut Schaden, muss ich sagen. Der kassiert ordentlich. Wenn er sich nicht jede Runde heilen würde, dann wäre das total geil. Oder alle 2-3 Runden, ich weiß nicht, wahrscheinlich so alle 3 Runden wird er sich aber heilen können. Aber er wird hoffentlich jetzt paralysiert sein, damit wir nächste Runde abschlachten können. Ja, soll sich nicht heilen können. Na, wird er paralysiert? Naja, sieht nicht so aus. Sehr schade. Dann heilt sich schon wieder. Aber wir haben zwei Brave Bursts ready, das finde ich gut. Einmal Kikuri und einmal Clarice. So, nächste Runde ist aber weg. Dann ist er wirklich weg. Dann haben wir nur noch Lance vor uns, der sich die ganze Zeit wieder hochheilt durch die Gottesläuterung von den Bäumchen. So, stirb, Baum! Stirb, stirb, stirb! Okay, reicht. Und jetzt werden wir noch den Erzspieß Lance umnieten. Der ist genauso ätzend. Aber er kann sich nicht heilen, das ist schon mal gut. Und er greift ein bisschen schneller an als der komische hässliche alte Baum. Der braucht ein bisschen lange dafür. Ja, da kassiert sehr ordentlich.
So, da haben wir hier noch einen Brave Burst. Ja, den da unten werde ich. Ah, doch, benutzt man doch schon. Ich glaube, das macht eh kaum Schaden. Er kann so ruhig heilen. Und dafür sorgen, dass Rüttel doch noch am Leben bleibt. Alter, das ist so krank, diese Heilung. Echt auf jeden Fall mega nice. Ich hoffe, jetzt wird der mal paralysiert. Sieht nicht gut aus. Schade. Die werden nicht paralysiert. Vielleicht sind sie auch immun dagegen. Kann ja auch sein. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Das Wiki bestimmt, aber ich darf ja nicht mehr nachgucken. Ich bin ja dann eine Pussy, wenn ich das tue. Zu lustig. Ich muss darauf einmal auch wieder rumreiten. Aber er hat recht. Und jetzt, da ich eh keine Status-Effekte mehr habe, ist mir das eigentlich egal. Werde ich auch nicht mehr nachgucken. Tue ich auch nicht, weil wenn Reese, ich werde dir auf jeden Fall versuchen abzugehen bald. Aber im Wiki gucke ich nach, welche Einheiten ich brauche dafür. Kann ich gleich mal gucken, was ich für Reese brauche für die 5er-Stufe. Würde mich ja schon interessieren. So, 20.000, oh, eine ganze Menge sehr. 5.900, ach. Da fehlt noch ein bisschen was. So, und um Hyamech Reese zu bekommen, naja, Schloss Arvenia schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen noch ein Dings, ein paar Arena-Kämpfe. Muss ich auch ganz kurz meinen Trupp wechseln. Da brauche ich mal wieder meinen Dual-GX-Trupp. Na komm. So, das wäre der gewesen. Und da haben wir ja nur einen. Nehmen wir den mit und dann auf geht's zur Arena. Den Schlüssel habe ich mir heute schon geholt und wir brauchen, okay, ein Wasserpot, ein Wassertotem, habe ich eigentlich alles? Eigentlich brauchen wir alles, also von allen Evolutionsdingern brauchen wir eine, ein Wasserdingensen, ein Wasserelement. Schauen wir mal, ob wir irgendwo noch einen Kommandant finden, Goth Kikuri Kommandant, aber ich habe das Gefühl, wenn Kikuri so als Leader ist, dass es ein Full-Kikuri-Team sein könnte. Ich habe sogar wirklich letztens gegen den Full-Kikuri-Team gespielt. Ich habe so abgestunken, Alter. Das glaubt ihr gar nicht. Ich bin in jeder Runde bin ich so verzweifelt. Und ich gucke jetzt wieder nicht hin. Das würde mich noch traurig machen. Dann lasse ich das Fenster mal ganz kurz im Hintergrund. Ich guck da immer noch nicht hin, keine Lust zu gucken. Mach mich nur traurig. Wenn wir den Brave Burst nicht einsetzen sollten. Brave Boost? Brave Burst? Ach, schon wieder vergessen. Ist ja egal. Ist ja egal. Ja, und verloren. Schön, alle ruft da. Natürlich haben wir einen Brave Burst und benutzen ihn nicht, logisch. Er hat keinen einzigen verloren, wir haben alle verloren. Sauber. Dieses You Lose geht mir immer mega auf den Sack. Was? Egal. Er hat 52 Punkte wieder verloren. Keiner hat einen Brave Burst wahrscheinlich wieder benutzt. Guck ich jetzt auch gar nicht mehr hin, habe ich keinen Bock mehr. Ich habe mir letztens schon, keine Ahnung, so die Kapsel im kleinen Finger gerissen, als ich mal auf den Tisch geschlagen habe, ganz sanft natürlich, und seitdem habe ich da keinen Bock mehr auf irgendwelche Arena-Kämpfe zuschauen. 256-0, was der für ein Team machen muss, wenn er nur gewinnt. Ja, Klingen-Sephias halt. Ja, auf jeden Fall brauche ich für die 5er-Stufe alle Wassernymphe, Wassergeist, Wassergötze, Wassertotem und Wassertopf. Und ja, für Alter, krass. Um die 6. Stufe von Reese zu bekommen, brauche ich ein Miracle-Totem. Das wissen wir ja schon. Ein Wassertotem, 2 von den Götzen und eine Metall-Mimik. Und die Metall-Mimik gibt es ja auch noch nicht. Die kriegt man halt aus einer geflügelten Mimik. Und ich glaube, genau, ein Metall-Gott, Metall-König, Metall-Geist und 200.000 Sel. Dann kriegt man die Metall-Mimik. Auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Aber ich hoffe mal, dass es irgendwann bei uns kommen wird. Schauen wir mal. Ja, weißt du, das ist so sinnlos, diese Brave Burst. Die benutzen sie jedes Mal auf die Einheiten, die schon tot sind. Wie dumm ist das eigentlich? Ja, jetzt habe ich wieder hingeguckt. Aber wir haben gewonnen. Das sieht schon mal gut aus.
Yay, mal einen Kampf gewonnen. Kriegen mal ein paar mehr Battle Points wieder, die als wir vorhin gerade verloren haben. Ungefähr 250 oder so hat man verloren. Und wir kriegen 103, das ist nice. Das ist sehr nice. Und dann machen wir noch einen Kampf gegen, na, jetzt schon wieder Tiara, die ist jetzt so ein scheiß, wie heißt es denn? Rainbow Squad Fähigkeit. Kann man den Stoppuhr schon mal ausmachen, die Zeiten ist eh egal. Wir sind eh schon über 15 Minuten. Ja, Zephyr ist einfach mega krass. Also Centurio Melchior ist schon mal weg. Jetzt haben drei von meinen haben Brave Burst und ich denke, nur Zeitlock Clarice wird ihre Fähigkeit benutzen. Wobei es auch in Ordnung ist. Weil Heilung kann ich immer gebrauchen. War klar, dass Kikuri die Fähigkeit nicht benutzt. Aber okay, wir haben gut gemacht. Heileköchin Lancia, Chefköchin Lancia ist noch am Leben. Und die macht ganze 100 Schaden. Ist der Wahnsinn. Und jetzt benutzen sie natürlich die Brave. Jeder benutzt jetzt den Brave Burst wahrscheinlich. Das ist sowas von unnötig. Aber wir machen einen fetten Overkill. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Wir haben wieder einige Arena-Kämpfe gewonnen. Gefällt mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal gleich wieder bei Brave Frontier. Beim nächsten Mal dann irgendwann schauen wir mal bei Brave Frontier. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.